Deutschlandfunk, Sternzeit. 8. Januar. Walter Löbering, der Maler des Jupiter. Vor der Erfindung der Fotografie haben Astronomen beim Blick durch das Fernrohr gezeichnet. Manche haben auf Planeten Einzelheiten erkannt, die erst viel später auf Raumsondenfotos auftauchten. Ein herausragender astronomischer Zeichner war Walter Löbering, der 1885 in Plauen zur Welt kam. Nach seinem Studium an der Dresdner Kunstakademie ließ er sich in Fahrsendorf im Vogtland nieder. Er lehrte an der Kunstschule und wandte sich in den 1920er Jahren der Astronomie zu. Vor allem der Planet Jupiter hatte es Walter Löbering angetan. So oft es ging, beobachtete er ihn mit einem Spiegelteleskop von 25 cm Durchmesser. Löbering schuf über Jahrzehnte eine Vielzahl von Zeichnungen der sich stets verändernden Strukturen in der Atmosphäre des Planeten. Besonders intensiv beobachtete er den großen roten Fleck, einen riesigen Wirbelsturm auf Jupiter. Er betonte, dass er als Maler bei den Zeichnungen vorgeht, als handele es sich um Porträts, bei denen allerdings manche Details präzise zu vermessen waren. Löbering hatte erkannt, dass der große rote Fleck ein linksdrehender Wirbel ist. Die Fachwelt schenkte dem kaum Beachtung. Erst die Daten der Voyager-Sonden bestätigten die Entdeckung des Malers. Walter Löbering war kein Astronom. Vielleicht ermöglichte gerade das ganz unbefangene Malen des Planeten. Seine Beobachtungen veröffentlichte er regelmäßig in der Fachzeitschrift Die Sterne. Und sie sind bis heute in einer Ausstellung auf Schloss Leubnitz zu sehen.